Hallo, liebe Zuschauer, ich möchte euch heute gerne zeigen, was in dieser Packung des Beurer Inhalators drin ist. Das ist ein Inhalationsgerät, muss man zuerst mal sagen, das man sich zum Mund führen kann und es ist transportabel und man kann es überall hin mitnehmen. Da dieser batteriebetrieben ist, können Sie auch unterwegs irgendwo inhalieren. Oder es hat aber dann schon auch ein Netzgerät dabei, damit man auch mal an der Steckdose anschließen kann. Aber es ist natürlich viel praktischer, wenn es netzunabhängig ist. Hier in der Schweiz, ich komme ja aus der Schweiz, bekommt man dieses Gerät nicht über den Ladentisch, auch nicht im Fachhandel, wie in Drogerien oder in Apotheken, was ich sehr schade finde. Sie sagen dann immer, man könne es bestellen. Da habe ich gesagt, ja, wenn Sie es bestellen können, dann kann ich es auch selbst bestellen und ich spare mir dann gleich noch eine Marge von 20%. Warum habe ich das gekauft? Ich hatte bisher ein anderes Inhalationsgerät, das zeige ich mal kurz. Das ist dieses umständliche Ding da. Das bekommt man überall in einer Apotheke, weil es ist am einfachsten, kostet am wenigsten und braucht keinen Strom. Aber es ist auch sehr umständlich. Sie müssen hier unten immer heiß Wasser einfüllen, dann das Inhalat dazugeben und nach 5 Minuten haben Sie keinen Dampf mehr und dann nützt es auch nichts mehr. Dieses Gerät da aber, das können Sie immer wieder ausschalten, zu einem späteren Zeitpunkt wieder anschalten. Sie haben sofort Dampf. Das funktioniert mit einer Ultraschalltechnologie, wo hier der Dampf vernebelt wird. Es braucht auch nicht sehr viel Flüssigkeit. Es braucht eigentlich ganz wenig, also der Tank hier drin fast 8 Milliliter. Und damit können Sie etwa 20 Minuten lang inhalieren. Jetzt zeige ich in diesem Video mal, was da alles drin ist. Also da oben hat man so eine Ansicht, da kann man schon mal ein bisschen erahnen, weil der Preis dafür ist doch noch recht stolz, möchte ich mal sagen. Also in der Schweiz kostet dieses Gerät 150 Franken, muss aber sagen, dass es das Geld alleweil wert ist. In Euro umgerechnet werden das also etwa so 120 bis 130 Euro. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es im benachbarten Ausland wesentlich günstiger zu kaufen ist als in der Schweiz, da wir ja eine Hochpreisinsel sind. Ich packe das jetzt gleich mal aus, damit wir sehen, was da drin ist. Was als erstes mal hervorkommt, ist da so eine blaue Kiste. Sie ist natürlich auch noch in einem Plastiksack verpackt, so wie es sich gehört. Dann macht man die mal auf. Ist auch schon mal ganz nett, also wie bei einer Hausapotheke. Da haben wir zuerst mal, Ihre Meinung ist uns wichtig. Die Bedienungsanleitung, das ist noch wichtiger. Legen wir mal dahin. Dann haben wir hier das eigentliche Inhalationsgerät. Ich alles in Plastiksäcke verpackt, wenn es neu ist. Ist wirklich ganz handlich, kann man gut. Ich habe ja sowieso relativ große Hände, aber man kann das auch mit kleinen Händen gut halten. Stellen wir den mal dahin. Dann dazu hat's Gesichtsmasken, zwei Stück, eine für Erwachsene, eine für Kinder, finde ich auch ganz nett. Das Mundstück, Entschuldigung, das Zwischenstück, das dazwischen kommt, zwischen hier und den Masken. Dann, was ich eher bevorzuge, das Mundstück. Sieht fast aus wie eine Entenpfeife. Und damit kann man dann das hier draufstecken und sich das bequem zum Munde führen und gerade direkt durch den Mund ein- und ausatmen. Dann eben, wie schon gesagt, wenn es dann trotzdem mal die Batterien leer sind, haben wir hier noch ein Netzteil. Das ist natürlich als Schweizer Norm abgestimmt. Wenn Sie das in Deutschland oder sonst wo kaufen, haben Sie anderen Stecker dran. Und was ich auch noch ganz nett fand, die Batterien sind schon dabei. Ich habe das Gerät übrigens schon mal be benutzt. Ich habe jetzt einfach alles mal
original verpackt, darum sind die Batterien jetzt schon lose. Und dann hier ist noch so ein Fach da, wo ein Schaumstoff drin ist, aber das ist leer. Einfach so, bei mir war das so, wenn das bei jemand anderem auch so ist, dann ist das einfach, vielleicht ist das eine optionale Ausstattung in anderen Ländern. Keine Ahnung, wieso dass das hier so ist. Aber so, an und für sich mal ganz nett. Nochmals die Teile hier, den Inhalator, die beiden Gesichtsmasken, das Zwischenstück, das Mundstück, die vier Batterien, Netzgerät. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man das Gerät bedient, was man bei der Reinigung beachten muss und auch noch einen Erfahrungsbericht von mir selbst. Besten Dank fürs Zuschauen.